Oh shit, wir joinen direkt rein. Herrschaft auf Raid, oder was? Oi. Alter Walter. So Leute, synchronisieren. 3, 2, 1. Vamos. Herzlich willkommen zum zweiten STC-Part. Oh scheiße, da ist schon direkt einer im Headglitch. Den müssen wir irgendwie outplayen. Fuck, der ist so im Headglitch. Oh, der hat mich gesehen. Nein, nein, nein. Ah! Jawoll, kassiert, Bruder. So, komm, vielleicht pushen mich seine Teammates. Haben die jetzt. Oh, nein, 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 die haben geschützt. Ich dachte schon. Okay, Leute, ich will mal kurz überleben. Ich will jetzt nicht direkt so unnötige Tode kassieren. So, der erste Part kam auf jeden Fall mega gut bei euch an. Capture Kill, jawohl. So, ich will kurz chillen. Die könnten jetzt hier Basketball kommen. Oder? Kommen die Basketball? Komm, Teammate, helf mir zu sichern. Komm schon, noch ein Capture Kill. Komm, 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 komm. Okay, erst Dröhnchen, auch schon gesichert. So, Leute, ich muss mich mal kurz hier gescheit hinsetzen. Grütze fix, oder? So, kommt einer hier in den Jungle. Er ist hier in der Ecke. Jawohl. Noch einer. Okay, noch einer Kitchen. Oh, fuck. Krieg ich den? Jawohl. Oh Gott, Leute, der könnte hier nach vorne kommen. Zack. Schön predicted. Kommt hier in außen? Ja, kommt hier außen. Ja, hahaha. Reingejoint und direkt hier ein bisschen die Lobby aufgemischt. So muss das sein, Digga. Oh mein Gott, sind da viele Gegner. Da sind auf jeden Fall noch mehrere hier auf dieser Steinseite. Oh fuck, da ist ein Geschütz. Oh, das war knapp. So, okay. Also dort hinten im Haus gegenüber von uns war ein Geschütz. Da können wir auf jeden Fall jetzt nicht so easy langlaufen. So, der ist auch tot, gnadenlos. Da ist auch noch einer. Oh mein Gott, ganz hinten war auch noch einer, Leute. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt noch pushen sollten. Okay, wir haben noch 15 Sekunden. Okay, warten wir mal. Nein! Ah, shit! Ah, ich habe mich ein bisschen zu weit dahin bewegt und dann hat es mich schon den Tod gekostet. Pusht er mich? Jawohl. Ach, fuck, Digga. Dieser Tod war so unnötig, Leute. Sorry, Mann. Hey, Mist. Ich war einfach so eine Millisekunde nicht auf diesen Gunfight eingestellt, aber es war auch echt sehr, sehr knapp. Der war absolut. Eine Kugel hätte noch gefehlt, wäre tot gewesen. Egal, scheiß drauf. Trotzdem ein sehr guter Anfang. 13-1. So. Let's go. Alter, aber meine Teammates sind aber auch echt wieder richtig schlecht. Vor allem die drei da unten. Nein, steht 0 zu 17. Holy shit. Ah, oh, ich war so knapp vom Vitol. Schade, Marmelade. Laufen wir direkt hier Mitte rum. Schön mit dem Pre-Aim, mit der Ämter. Boah. Ah, das ist zu viel. Was mache ich? Okay, einer kommt hier über Basketballseite. Der könnte jetzt hier hinten wieder langkommen. Wo ist er? Ah, der ist hier schon Money Room reingelaufen. Jawohl, gib mir deine Waffe. AN. Dröhnchen, Popöhnchen. Ups. Okay, einer könnte hier die Treppe runterlaufen kommen. Ja, da ist er. So, da ist er. Schön. Oh, da war noch einer in der Mitte, Leute. Könnt mich pushen. Jetzt vielleicht. Jawohl. Alter, werdet ihr alle geowned. I like that. Oh, schade, Mann, dass ich den Kill nicht bekommen habe. Okay, ich bin wieder auf einem sehr guten Weg zur Vitol-Einheit. Ich habe mich auch gerade richtig gut eingespielt, Leute, gegen Veteranenbots. Damit ich hier jetzt nicht direkt mit so einem belastenden Aim starte. So, ich glaube, die könnten hier hinten da sein, im gegnerischen Spawn. Mal gucken, ob ein Blitzschlag reinscheppert. Oh, komm. Boah, wenn der mich jetzt geholt hätte, ne? Uiuiui. Oh, jawohl. Fuck, fuck, fuck. Ich habe nur noch 10 Schuss in meiner AN. Da war er. Okay. Jetzt wird es ein bisschen belasten. Ich habe nur noch 4 Schüsse. Fuck, fuck. Jawohl. Wie toll. Nein, den kriege ich. Oh mein Gott, auf die Range. Als ob ich den jetzt geholt habe. Ich predikte die Gegner gerade so gut, Mann. Muss mich immer selber auf die Schulter klopfen. Nein, Leute, nehmt das nicht bitte zu ernst. Aber gerade echt ein sehr guter Lau. Oh, hätte ich dem jetzt noch Turn-on gegeben. Schade, Mann. Das wäre echt der Höhepunkt gewesen. Oh, schnell noch Vita raushauen. Scheiße, Mann. Von Herrschaftspunkten. Die Gegner haben Chip gecapped. 25-2. Stirb. Ah. Vita ist ein bisschen
Fliegt ein bisschen schlecht. Ah, die kriege ich beide. Jawohl. Ah, die sind alle im Haus. Komm schon. Komm, komm, komm. Wie toll. Fliegt doch ein bisschen besser, Digga. Ah, ein Kill hätte ich noch machen müssen. Okay, erste Runde aus. Leider haben die Gegner viel zu hart getriple-capped. Mein Team jetzt war dann wieder ein bisschen wack. Ah, was soll's. Ich habe wenigstens zwei Flaggen auch gecapped. Also ganz unobjective habe ich auch nicht gespielt. Das könnt ihr mir nicht vorwerfen. Ich habe ja gerade eben auf den Sport-News gelesen, dass, also jetzt schon vor ein paar Tagen sind ja schon sehr, sehr viele Gerüchte in aller Munde, dass Neymar zu Paris wechselt. Und angeblich soll jetzt gestern oder vorgestern bereits Neymar, sein Vater, 40 Millionen Handgeld bereits kassiert haben. Müsst ihr euch einfach mal geben, 40 Millionen Handgeld. Und Neymar soll jetzt für 220 Millionen circa wechseln. Warte mal, ich mute die ganz kurz, Leute. Das ist doch, was sind das für astronautische Summen? Und ich wurde jetzt auch schon öfters gefragt, was ich jetzt halte davon, falls Neymar wechseln sollte. Machen wir so. Ja, ist natürlich belastend, aber ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin nicht der allergrößte Fan von Neymar, weil er einfach so oft Party machen geht, wenn man ihn auf Insta verfolgt, seine Insta-Story. Mir kommt es manchmal so vor, er konzentriert sich nicht genug auf den Fußball. Und ja, ich denke, Barca wird ihn ersetzen können. Vor allem, wenn sie dann so einen richtig krassen fürs Mittelfeld holen, dann konzentrieren sie sich noch mehr auf Messi und auf Suarez und dann wieder zusammenspielen wie in alten Zeiten, weil damals war es ja so einer wie Xavi, der hat einfach. So einer fehlt einfach Barca wieder. Klar, Xavi kann man nicht 1:1 ersetzen, aber ich denke, wenn zum Beispiel so ein Verratti kommen würde, das wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Pluspunkt für Barca wieder. Jetzt haben wir echt Tryouts im Gegnerteam. Schauen wir mal, was jetzt so geht. Ich hätte meine Klassen noch bearbeiten müssen. Verdammt, das habe ich mich komplett, habe ich einfach komplett alles vergessen, weil ich so viel geredet habe. Und ja, ihr müsst euch vorstellen, als Barca das Triple geholt hat, ich glaube 2012 müsste das gewesen sein, oder 2011. Ich glaube 2011 gegen Man U. Da war ja auch im Sturm zum Beispiel Pedro und David Villa. Und ein Suarez ist noch viel, viel besser als ein David Villa. Und da haben sie einfach so heftig gespielt, weil einfach das Mittelfeld viel stärker war. Deswegen denke ich, brauchen sie nicht unbedingt einen Neymar, sondern brauchen einfach noch ein bisschen heftigeres Mittelfeld. Neymar und Messi und Suarez reichen völlig aus. Schreibt auf jeden Fall mal eure Meinung in die Kommentare. Bin gespannt, ob der Wechsel jetzt über die Bühne geht die nächsten Tage. Boah, shit. Fuck. NA, okay. Hey, ich glaube, diese Lobby wird jetzt ein bisschen anstrengender wieder. Die werden jetzt so schwitzen. Die wissen ganz genau, dass ich Schwitzdokumente aufnehme. Kommt er hier? Jawohl. Der Sprung hat mich so gerettet. Gib mir deine Waffe. Okay, da kommt niemand. Die könnten von hier kommen. Kommt er hier? Ja, da war einer. Ich wusste es. Schön Drohne. Boah, da waren viele. Shit, 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 shit. Ja, der läuft hier unten rum, der Frechfratz. Boah, stirb doch bitte. Digga. Okay, komm, jetzt rapen wir ihn mit Blitzschlag, würde ich sagen. Zack. Okay, laufen wir jetzt mal komplett Mitte lang, würde ich sagen. Ach komm, jetzt fliegt das Splitscreener-Teammate raus, oder was? Ah, okay, der läuft oben lang. Okay. Dann sollten wir am besten hier außen entlang laufen, Leute. Ah, nee, nee, der ist oben hier auf dem Geländer. Komm, bitte spring auf C, Digga, wenn du cool bist. Dann könnte ich ihn easy wegholen. Jetzt müssen wir es ein bisschen schlau anstellen, Leute. Dann könnten wir vielleicht direkt wieder Vitol schaffen, aber auf der Map ist Vitol eigentlich echt richtig scheiße. Okay, komm, komm, komm. Bitte dreh dich nicht um. Hinter mir ist auch noch einer. Jawohl. Boah, Leute. Das geht hier ab, Digga. Gib mir deine Waffe. Jawohl, wie toll wieder. Alter, was ist denn los hier in diesem Schwitzt du Commander, Digga? Holy shit. Ich mache wie toll am laufenden Fließband. Boah. Ich werde von irgendwo angeschossen. Da, komm, komm, komm. Komm, komm, komm aus dem Zug. Komm aus dem Zug. Jawohl. Die können auch hinter mir spawnen. Hier oder so. Boah, das überlebe ich nicht. Oh mein Gott! Oh mein Gott, was habe ich mit denen gemacht?
Die kommen hier. Warten wir kurz, Leute. Ich bin hier gerade echt unter Bedrängnis. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Er kommt jetzt hier. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, die Teammates haben ihn, glaube ich, geholt. So, läuft. Okay, ich habe noch eine Drohne. Komm, holen wir raus. So, Alter. Digga, was ging hier gerade ab schon wieder? Bitte spring nicht in den Zug. Doch, er ist im Zug, oder? Ist hier hochgelaufen. Bleib stehen, bleib stehen. Jawohl, gib mir deine Waffe. Ich glaube, Schalldämpfer schafft. Jawohl, ey. Ein Schalldämpfer schafft. Oh, die sind hinter mir gespawnt. Die kommen jetzt hier in den Zug rein. Beide. Eins. Wo ist der andere? Ich weiß nicht, wo der andere ist, Leute. Nein, nein, Timmy. Blockier mich nicht. Ey, wenn ich jetzt von da sterbe, ne? Mein Gott. Ich will da nicht raus. Mein Gott. Digga. Ich weiß gar nicht, von wo die kommen. Ah, wir verlieren C. Okay, laufen wir schnell da mal hin. Ist hier oben einer? Jawohl. Zack, läuft. Unnachgiebig. Ich versuche, eine Nuklear klarzumachen, Leute, ohne Orbi, aber wird sehr, sehr schwierig. Okay, komm, haben wir mal kurz Blitzschlag raus. Die sind alle außen. Okay, zwei kommen hier bei mir. Ich muss den einen erstmal vorbeilaufen lassen. Ich hoffe, die kommen keine Drohne, sonst sehen sie mich. Okay, zwei sind hier bei mir, Leute. Okay. Shit, ich dachte, die kommen zu mir entgegen. Haben sie anscheinend doch nicht gemacht, okay. Jetzt werden die bei A wahrscheinlich spawnen. Schauen wir mal, ob wir noch ein, zwei Kills machen können. Shit, Mann, die Teammates rasieren aber auch ganz gut gerade. Hier vielleicht noch einer. Na. Mist. Teammates haben mir alle Kills ein bisschen gestealt. Okay, wir haben auf jeden Fall noch eine VTOL. Ich versuche Nuklear klar zu machen, Leute, und danach haue ich VTOL raus. Ich glaube, ich bin 9 Kills davor. So, ich glaube, ich habe diese. Die Leute da rausgeekelt. Kann das sein, die mich erkannt haben? Nee, der eine doch. Er steht 1 zu 15. Holy shit, Bruder. Okay. So, komm schon, Baby. Ich weiß nicht, wie lange ich am besten laufen soll. Soll man hier lang laufen oder was? Ich habe halt jetzt leider keinen Schalldämpfer mehr. Okay, ich habe zwei Leute, glaube ich, geflasht. Nein. Okay. Weiter geht's. Boah, das war knapp. Da habe ich gerade so die 100er Prezi gebraucht. Sonst wäre ich safe gestorben. Hier kommt einer. Nein, Teammate, lass mir doch den Kill, bitte. So, ich habe jetzt schon VTOL-Einheit überlappt, Leute. So, brutal. Okay, jetzt muss ich mich konzentrieren, ey. Bitte jetzt nicht blöd sterben. Ich brauche unbedingt eine Drohne. Okay, hier außen wird einer kommen, da ist er. Okay, die sind oben, über dem Gang. Ich glaube, ich brauche noch 4 Kills. Könnten hier kommen. Nee, wir verlieren Charlie. Hm, ich weiß nicht. Nein, lass mir doch den Kill. Oh, fuck. Jawohl, Schalldämpfer schafft. Okay, Leute, das muss ich jetzt schaffen. Mit Schalldämpfer bin ich viel mehr confident. Ich glaube, hier ist einer. Ich habe ihn gehört, so seine Schüsse. Ja, da schießt mein Team mit hin. Da ist einer. Hm, können noch hinter mir spawnen. Das ist gerade die Scheiße. Boah, fuck. Weg, 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 weg. Komm, 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 hier. Ah, ich habe Angst, dass die von hinten kommen. 3 Kills noch. Ich bin gerade so am Sweaten, Leute. Ohne Orbi ist das echt nicht so einfach. Komm, komm, komm. Pusht er mich? Nee. Shit, ey. Fuck, fuck, fuck. Er könnte mich pushen. Ich will jetzt nicht so ein Risiko-Gunfight gehen. Komm, Teammate, lauf vor. Jawohl. Komm, zwei. Boah, ich bin so am Sweaten, ne?
Holy shit. So früh nuklear zu machen, das wäre schon richtig geil. So. Wir verlieren A. Ah, boah, Leute, was ist denn das hier für ein Sweat, ey? Digga. Bitte spawnt einfach hier Zigeuner spawnen, Mann. Hier müssen sie spawnen. Der ist hier hintergelaufen. Jawohl. Okay, okay. Fuck, 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 hat er mich gesehen? Nein, bleib doch hier. Digga, das war so ein Safe. Ich dachte, ich hab sie schon safe jetzt, ne? So, wo sind die? Die spawnen hinter mir. Hier. Jawohl, ich hab sie. Ja, Mann, Leute, lasst alle ein Like da, Digga. Alle ein Like da lassen. Welches Level? Level 14 und jetzt schon nuklear, ohne Orbi. Jawohl, ey. Oh, jetzt veräme ich. Egal, scheiß drauf. Oh mein Gott, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, ne? Yeah, Mann. Jawohl, Alter. Let's go, Mann. Jetzt können wir noch Vita-Einheit raushauen. Ich weiß aber nicht, ob sie so viel bringen wird. Oder soll man noch ein bisschen ganz schick versuchen? Ja, zocken wir noch ein bisschen auf ganz schick. Die spawnen wieder hinter mir gleich. War zwar natürlich ein bisschen erkämpft, Leute, aber ich musste halt so safe auf die Laufwege von den Gegnern spekulieren, damit ich halt die Nuklear mache. Ohne Orbi ist es halt echt nicht so einfach. Und waren auch echt nicht so schlecht, die Gegner, um ehrlich zu sein. Schaut es euch mal an. Ich dachte am Anfang, das wird richtig die Tryhard-Lobby. Aber man kann halt auch, das ist das Geile an Black Ops 2, wenn man richtig klug spielt, dann kann man auch gegen Tryharder sehr, sehr nice spielen. Lol, jetzt holt er mich um die Ecke, oder was? Das habe ich jetzt nicht gecheckt. What the fuck? Er hat mich einmal mit einer Kugel so geholt. Okay, komm, hauen wir Vita raus. Schauen wir mal, was die so macht auf Express. Ich glaube, ich hatte noch in meinem ganzen Leben noch nie eine Vita-Einheit auf Express. Stöp! Ey, man kann nicht durch Bäume schießen manchmal, ne? Ich hasse das. Kriege ich den? Jawohl. Ja, ist halt echt useless hier auf dieser Map. Wenigstens 6-7 Kills gemacht. So, wo spawnen die? Kriege ich den noch? Komm, 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 Rakete reinhauen. Ah, okay. Das war's doch schon mit der Runde. Let's go, Mann. Ich würde sagen, zocken wir jetzt noch eine Runde Team Deathmatch oder so. Oder bleiben in der Lobby, mal gucken, welche Karte jetzt kommt. Nice, ey. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Ich bin mal gespannt, was für eine KD ich habe. Können wir jetzt gleich mal nachschauen, was bis jetzt die Zwischen-KD ist. Ich glaube, die ist so hoch, aber die werde ich niemals halten können. Die ist viel zu hoch. Die kann man nicht halten. 42,2 ist ja auch eine 20er KD. Boah, unsere letzten 5 Spiele. 21er KD, 14,5, 744, 14,5, 575. Jemen ist auch eine geile Karte. Machen wir aber mal Zufall, vielleicht kommt ja Raid oder so wieder. Oh, Loadstar, ja Mann, Digga, nehmen wir Loadstar. Der ist auch ein bisschen einfacher zu erreichen und auch besser als die Vitaleinheit. So, schauen wir mal, was haben wir bis jetzt für eine KD? 9,23. Ah, alles klar, was haben wir für eine Prezi? 33 auf Emta. Okay, mit der MK habe ich ja ein bisschen gesprayt, deswegen ist nicht so hoch. 5.7 39, MP7 28. Ja, lässt sich auf jeden Fall sehen, würde ich sagen. Herrschaft auf Nuketown. Oioioioioi. Geil, Mann. So, machen wir mal hier dann schnell ziehen, oder was? Ja, machen wir mal. Ja, es passt eigentlich so. Ich muss ja eigentlich jetzt nicht großartig viel ändern. Ja, das passt. Okay, Herrschaft Nuketown. Ich glaube, jetzt werde ich richtig viele Tore kassieren. Erstmal muten. Also die Gegnernamen sehen echt gefährlich aus teilweise. So ein Phoenix, Phoenix. Hätte ich nicht gedacht. So, let's go. Ah, zu früh geworfen. Boah.
Da war er doch. Der war doch da. Meine Güte. Hat er mich gesehen? Nein! Oh, ich bin gegen den Türrahmen gelaufen, aber er hätte mich, glaube ich, eh geholt mit seiner Elsat. Kommt er hier? Da oben ist einer. Ah, oh, stirb doch bitte. Nein, da habe ich ein bisschen veraimt. Ah, ich glaube, ich hätte das Rotpunkt drauf lassen sollen. Ich war so eingespielt damit gerade. Boah, ja, MSMC. Habe ich auch eine MP7? Komm. Versuchen wir es mal gleich mit der MP7 ein bisschen die Waffe leveln. Boah, der hat mich gesehen. Jawohl. Semtex Kill. Da oben steht auch noch einer. Laufen mal vorbei hier an allen. Ah, shit. Was mache ich gerade, Leute? Gerade spiele ich ein bisschen blöd. 6-4. Das ist bei mir immer so, wenn ich so eine krasse Runde habe, danach ruhe ich mich viel zu sehr auf der Runde aus quasi. So, komm schon. Stirb. Boah, jawohl. Boah, das war knapp, Mann. Da sind mehrere Gegner gerade. Zack. Schnell rein hier. Let's go. Einer kommt hier hoch. Ich glaube, einer kommt jetzt die Treppe hoch. Warten wir kurz auf ihn. Komm schon, Baby. Was? Ach, das ist doch lächerlich. Ich habe ihn als erstes angeschossen, ne? Ja, komm, man. Er hat auch nicht schlecht gemacht. Kann man nichts sagen, aber trotzdem. Hätte ich den Kill eigentlich auch verdient gehabt. Boah. Lol, wie konnte der hinter mir jetzt sein? Sind die hinter uns gespawnt? Holy shit. Och, blockier mich doch nicht, Teammate, Mann. Ach ja, ich check grad nicht, was die Gegner machen. Ich dachte, ich kann easy da in den Bus reinjumpen, aber da ist ja richtig Party. Boah, da sind viele Leute. Auch bei B. Ah, die tryharden um ihr Leben. Okay. Müssen wir auch tryharden. Ich habe leider kein Orbi, Mann. Okay. Gib mir deine Waffe. Komm, komm, push mich. Der übersieht mich, Hauptsache, komplett. Oh, ja, mit MSMC kann man gegen die schon gut rapen, weil die haben auch alle so MSMC. So im Nahkampf. Aber meine MP7 ohne Aufsatz ist ein bisschen belastend. Könnten hinter mir sein. Hinter mir auch noch. Hinterm Auto. Ich hoffe, er hat mich nicht gesehen. So, Drohne. Oh, shit. Wo kommen die? Hier vielleicht? Jawohl. Oh, da sind welche zwischen den Bussen. Nein, nein. Fuck, fuck. Nein. Boah, ich versuche zu überleben, Leute. Da kommt einer. Boah, lauf, lauf. Oh mein Gott. Alter, habe ich gerade viel geschluckt. What the fuck? Ah, ich brauche die AN-94 Schaft da unten. Okay, da kommt niemand. Versuchen wir jetzt einen Loadster klar zu machen. Das wäre richtig huge für die zweite Halbzeit. Oh, einer sniped gegenüber vom Haus. Ich hoffe, er warbankt mich nicht. Komm schon, hier einer. Wir müssen jetzt einfach ein bisschen campen, Leute, gegen solche Tryhards. Geht einfach nicht anders. Oh fuck, nein, nein, das ist zu risikohaft, was ich hier gerade mache. Kommt hier noch einer? Komm schon. Komm schon. Ah, einer sniped gegenüber vom Haus. Einer ist hier unten. Teammate hat ihn schon. Hm. Nein, bleib hier. Oh, eins vor Loadster. Okay, 50 Punkte vor All Loads. Sorry, Leute, dass ich manchmal ein bisschen defensiver spiele, aber ich möchte es auch nicht einfach, weiß ich nicht, perspektivlos
Richtung B laufen und einfach in die Flinte von den Gegnern reinstürmen. Wie ich krass für einen Satz ich gerade gesagt habe. Scheiße. 30-8 geht auf jeden Fall klar. So. Okay, ich glaube sogar mir reicht's, wenn ich die A-Flagge sichere, um die nächsten Streaks zu erreichen. Komm schon, Baby. Yep, Loadstar erreicht. So, jetzt können wir ein bisschen offensiver wieder spielen. Ach, shit. Ja, ich brauche eine MP für die Gegner zumindest. Eigentlich kann man auch mit AR übelst abgehen auf Nuketown. Aber hier gegen die Gegner läuft es gerade nicht so gut, weil die halt alle so übelst reinspringen in einen. So, okay. Ja gut, hoffentlich sicher meine... ich wollte es gerade sagen. Hoffentlich sicher meine Teammates die B-Flagge. Ich glaube, da hat einer gesniped, Leute, gegenüber vom Haus. Ja, kann ich nichts machen. Okay, ja, diesmal schaffen wir es nicht unter 10 Tode. Ich glaube, die erste Runde überhaupt im Schwitzdokumenter mit über 10 Toten. Ja. Ja, nee, das wird nichts. Ich muss mein Loadster raushauen, Leute. Sonst haben wir hier gar keine Control mehr. Komm schon, Shepper rein, Digga. Loadster. Boah, da sind viele. Komm schon. Zack, Digga. Damit haben die Gegner jetzt nicht gerechnet. Hier mit einem Loadster. Auf dem freien Mann. Oh, da können wir nochmal reinhauen. Stimmt der? Jawohl. Ja, die kriege ich alle hier raus, Digga. Easy. Jawohl, Digga. Nein. Komm, spawnt er hier. Nein, von wo geiert er mich? Shit, shit, shit. Bleib stehen. Kriege ich den nicht da raus? Na, okay, wenigstens ein paar Kills gemacht. So, jetzt haben wir B-Control, läuft. Jetzt können wir die Gegner eigentlich trappen. Man muss nur, die B-Flagge ist so wichtig, Leute. Wenn man die nicht hat, dann bockt das gar nicht. Oh, gib mir deine Waffe, Digga. Schön, SKH. Nein, kriege ich nicht. Ah, ich wollte mich hinlegen und hinlegen war blockiert. Okay, die chillen da oben im Haus. Müssen wir irgendwie rauskriegen. Einen haben wir. Noch einer chillt da außen. Kommt. Pusht er mich? Jawohl. Emter ist schon eine geile Waffe auf jeden Fall. Oh, ich veraim wieder ein bisschen. Kommt er hier? Drohne. Komm, noch ein, zwei Mal Blitzschlag oder so. Oder ich versuche mal jetzt. Komm, ich rush jetzt nochmal richtig rein. Vielleicht schaffe ich ja nochmal Loadster. Boah. Der Gegner. Teammate hat ja gerade übelst geraped mit seinem Blitzschlag. Komm schon. Ah, die könnten hinter mir spawnen. Ja. Na, das schaffe ich nicht. Shit. Ja. Egal, Blitzschlag wenigstens. So. Komm schon, noch ein zweiter Kill. Zweiter Kill. Nee. Könnte ich hier außen kommen? Boah, ich freue mich schon, wenn ich so eine schöne SKH habe mit Schalldämpfer. Kann ich richtig reingehen. Na, shit. Komm nicht hier. Nein, er hat mich gesehen. Fuck. Wo war er? Kurz chillen. Jawohl, den holen. So, hier hinlegen. Der hat mich gesehen. Shit, shit, shit. Ja, der ist auf B. Ja, meine Teammates helfen mir halt auch zu wenig. Die chillen da alle ganz hin im Spawn. Ja, wir müssen verhindern, dass die B sichern. Boah, der pusht mich. Komm, pusht mich. Okay. Oh, gib mir die A in. Jawohl, komm, komm, komm. Boah, ich veraime jetzt schon wieder, Leute. Shit, ey. Das ist gerade nicht so die beste Aiming-Runde. Der liegt da einfach auf B. Der Typ. Ah, wir müssen oben ins Haus. Ich hasse das, wenn man nicht B hat, ne? Egal, die Runde ist eh gleich zu Ende. 60-17. Immerhin eine 3er-KD. Was soll man da machen?
Komm, 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 noch ein, zwei Kills. Ja, okay. Gut, Leute. Letzte Runde war jetzt nicht überragend. Aber ja, kann man nichts machen. Man kann jetzt auch nicht jede Runde hier so ein 50-2 oder so erwarten. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat der zweite Part vom Schwitz zu Commander gefallen. Lassen jeden Fall, auf jeden Fall einen Daumen nach oben da für die Nuklear. Haben wir, glaube ich, direkt mit Level 14 gemacht. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Oh, Bäuerchen.